Hallo in die Runde, lasst es uns zu Ende bringen, das letzte Drittel der Skatinsel Rocket Monatsmission, der zweiten Monatsmission in 2019, also jetzt nochmal 12 Spiele. Ich bin weiterhin Spieler 1, denke also, dass ich immer noch im Gesamtklassement des Turniers vorne liege und das mit so einem komfortablen Vorsprung, dass natürlich die Spannung da ein wenig raus ist. Ich kann das jetzt fast wie eine Ehrenrunde hier ausklingen lassen, dieses Turnier. Ob das bei Spieler 2 und 3 auch so ist, weiß ich natürlich nicht. Die müssen vielleicht noch ein wenig mehr tun. Die müssen vielleicht noch 100, 200 Punkte mitbringen. Und das erste Spiel verspricht ja hier eine gewisse Spannung zumindest. Mittelhand spielt Grang. Ich habe zwei Buben dagegen und mein Partner hat offensichtlich das Pik Ass mindestens zu dritt. Sonst wird der König nicht kommen. Ich kann hier gleich die Pik 10 rausnehmen und dann schauen wir mal. Ich spiele jetzt hier einfach Pik zurück. Jetzt zum Beispiel Kreuz Buben zu ziehen, um das Pik Ass einzusammeln, das bringt uns nicht voran. Dann haben wir wieder einen Pik weniger. Bin mal gespannt, ob mein Spieler vielleicht da erst, mein Partner mit der Dame erst nur raufgeht und den Spieler zum Schwitzen bringt. Nein, er nimmt das Pik Ass. So, und dann hatte ich natürlich noch so eine kleine Nebenhoffnung, dass der Alleinspieler vielleicht nach dem Einstich des Pik Asses einfach mal den nächsten Buben auf den Tisch schaut, in der Hoffnung, dass die 1-1 verteilt sind, und ich habe ja nun beide, denn ich gehe natürlich mal davon aus, dass der in Mittelhand, wo er schon nur drei Assfarben hat, dass er jetzt auch zwei Buben hat beim Grang. Wenn er dann etwa das Herz Ass blank hat und Kreuz und Pik, Kreuz und Karo seine starken, längeren Farben sind, dann könnte ich ihm nach so einem Tempozug, wo ich eben mit dem Buben rankomme, könnten wir ihn an den Eiern kriegen. Aber der Spieler geht hier über seine starke Beikarte, das heißt, so einen Fehler macht er nicht. Und das lässt natürlich auch noch die Restchance zu, dass tatsächlich vielleicht der Pik-Bube doch noch bei meinem Partner ist. Nicht, dass ich es unbedingt glaube, aber das ist der Grund, warum ich jetzt auch weiterhin nicht den Buben ziehe, sondern Pik nochmal bringe. Und wenn mein Partner dann den Buben hätte und den letzten Pik noch spielen könnte, könnte ich Kreuz Lusche abschmeißen, dann könnten wir noch links und rechts stechen. Gut, war alles unwahrscheinlich. Warum spielt sonst Spieler 3 bei Passe Passe den Grang? Und natürlich hat er auch den Pik Buben. Und dann wird er jetzt natürlich über die Dörfer weitergehen und ich muss alles bedienen, also passiert da auch nichts. Gewinnt er ganz entspannt seinen Grang, aber raus sind wir natürlich gekommen. Ja, da ist es doch. Das ist ein Spiel, was ich auch bei diesem Zwischenstand noch reize. Sechstrumpf mit 2 und Seitenass. Gucken wir mal, ob ich für 27 hier rankomme. Ja, Vorhand gibt auf bei 0 und die Findung ist in Ordnung. Nicht überragend, aber die Pik 10 passt natürlich. Jetzt kann ich zwei Kreuzbilder drücken und habe den schönen Karo. Also der müsste ja jetzt schon ziemlich unangenehm dagegen sitzen, mit Abstich oder mit mindestens 4 Trümpfen, wenn da was passieren soll. Gut, Kreuz Lusche, da lasse ich dann Herz Lusche fallen. Günstiger werde ich sie nicht los, kann man sagen. Klar ist natürlich auch Kartenverrat, so die ABC-Regel, Farbe A kommt auf den Tisch, Farbe B wird abgeschmissen, dann wissen auch die versierten Gegenspieler natürlich, dass ich nur noch Farbe C, also Pik, im Beiblatt haben kann, es sei denn, Herz Lusche wäre ein Bluff oder aus einer längeren Farbe abgeworfen, was ja nicht so häufig der Fall ist, was unwahrscheinlich ist. Von daher, klar, die Karte ist jetzt verraten, aber dieses Spiel ist ja so stark, dass es nicht auf irgendwelche Bluffs aufgebaut ist, dass ich nicht irgendwas verschleiern muss, sondern jetzt einfach günstig die Herz-Lusche abwerfen, dann werde ich mich wohl gegen die meisten gängigen Normalverteilungen auch ganz gut wehren können. Hinten Kreuz 10 nur, also Spieler 3 wahrscheinlich unterm Ass zu dritt. Ich meine, wenn er unterm Ass gespielt hat, dann natürlich höchstens zu dritt. Und dann geht er hier jetzt auch nur mit der Lusche rauf. Rauf hat natürlich noch das Kreuz Ass. Verlockt mich so ein bisschen hier die Pik Lusche abzuschmeißen, aber danach habe ich natürlich, danach kommt dann das Kreuz Ass und dann sitze ich da in Mittelhand. Und das ist dann eine Situation, wo du es eigentlich typischerweise nur verkehrt machen kannst. Hältst du das Kreuz Ass dann mit dem Pik Buben fest, hast du dir die ganze Trumpfstärke umgeschmissen und stichst zu klein, dann sticht womöglich Spieler 2 als Eintrümpfer über oder so und dann wird das Ding brenzlig. Also nein, trotz null Augen, hier muss ich stechen und erstmal einfach von oben meine Bauernstärke ausspielen. Selbst gegen 4 Trumpf wäre ich da noch nicht verloren, aber die Trümpfe stehen artig und damit ist das Spiel ganz unproblematisch gewonnen. Schneiderfrei sind sie schon. Jetzt gucken wir mal, irgendwie habe ich das Gefühl, guck, da seht ihr es am Herz König, Spieler 2 klammert sich
an ein Peak Drilling fest, den soll er dann ja auch haben, und Spieler 3 hat dann garantiert noch einen vollen dafür. Der hat ja jetzt sicher sogar noch zwei volle, einen muss er mir noch geben, und da hat er das Kreuz Ass dann tatsächlich im 10. Stich gerettet. So, also mit dem Spiel würde ich sagen, jetzt bin ich definitiv durch. Das sind 1360 Ligen, da passiert nichts mehr, und dann brauche ich natürlich diese Karten auch nicht zu testen. Na, in einer anderen Situation am Anfang des Turniers hätte ich vielleicht die 18 und die 20 gern noch gehalten, weil es ja auch eine verheißungsvolle Karte ist mit drei Vollen und einem Karo Buben. Natürlich ist es eine enge Kiste, natürlich ist es eine Flocke, aber sie bietet auch Chancen, und ja, in anderen Situationen wäre ich über eine kurze Distanz schon willig, da noch ein bisschen mitzuspielen oder mitzureizen, so aber nicht, und das hätte mir wahrscheinlich, wäre wohl sowieso nicht reingekommen. Spieler 3 hat einen Sechstrümpfer mit rein. So, hat er jetzt die einfach bestellte 10 im Blatt? Das ist natürlich eine Frage, ich glaube es fast nicht, aber eine andere Chance haben wir nicht zu gewinnen. Er hat sie im Blatt, trotzdem scheint unsere Siegchance hier dadurch zu schwinden, dass mein Partner nur Herz 10 hat, dann wird der Alleinspieler also das Herz Ass haben. Wenn das so ist, dann sind wir hier eben auch nur gut aus dem Schneider gekommen. Schaut an, Trumpf Ass auch noch, also das war ja auch ein sehr defensiver Vortrag, da das Farbspiel zu machen. Also Spieler 3, der weiß auch, was er hier tut, der lässt auch nichts mehr anbrennen, geht kein unnötiges Risiko ein, spielt die sicheren, das ist hier mein Eindruck. Tja, Spiel 4, ich könnte fast das gleiche sagen, also die Karte noch lieber als die vorige, hätte ich die unter normalen Umständen gerne bis 24 gereizt. Ist zwar auch erst ein Viertrümpfer ohne 5, aber die Chance, dann den fünften Trumpf zu finden, ist ja schon mal ziemlich hoch, denn es fehlen noch 7 Trümpfe in Kreuz. Und zusätzlich überzeugt die Beikarte, es hätte auch ein Pik werden können, aber in dieser Situation darfst du es einfach nicht tun, da tue ich es einfach nicht, dafür ist das zu riskant, oder das Chance-Risiken-Verhältnis stimmt hier nicht, und dann gucken wir mal. So, Spieler 3 sticht Kreuz König auf Karo Bube, muss mein Partner schon mit dem Alten rauf, aber der Einstich zeigt an sich schon, dass es hier nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder es ist ein starkes Zwei-Farben-Spiel mit Trumpf und Herz nur, oder der Spieler hat noch mindestens zwei Piken dabei. Ansonsten hätte ich einfach erwartet, wenn er nur eine Pik-Lusche hat, dass er auf Kreuz König oder jetzt spätestens hier auf die Kreuz-Lusche seinen Pik abwirft. Und deswegen, wenn ich rankomme, werde ich also sofort Pik von oben spielen, um das auszutesten, aber da zeigt sich, Karte geht auf, 7 Trümpfer mit 3 Unterjungs und Herz Ass 10 Lusche, also diese Möglichkeiten konnte es ja auch nur geben. Es ist ein ganz bärenstarkes Spiel, und wir sind Schneider geblieben. Ja, damit würde ich mal sagen, Spieler 3, der macht hier das nächste auch noch, der ist dann wohl auch angekommen im Ziel. Ja, nur Spieler 2, der hat bisher noch nichts abbekommen. Der muss gleich noch gucken, dass er auch die erste Hausnummer sicher spielt. Es ist ja manchmal hier so an Tisch 1, also ich will gar nicht den Eindruck machen, vermitteln, dass wir hier uns jetzt nichts mehr tun oder so. Es ist einfach nur von der Grundkonstellation, jeder braucht nur noch ein paar Punkte, man kann es ganz taktisch diszipliniert angehen. Da ist es ganz einfach typisch, dass dann auch nicht so ganz die kniffligen Spiele, die engen Kisten rauskommen, dass das souveräne Spiele sind, dass du günstig rankommst, weil die anderen auch nur gegenreizen, wenn sie wirklich die Hand voll haben, dann spielt sich so eine Ehrenrunde manchmal ganz entspannt. Guck mal, das ist doch jetzt nochmal wieder ein Ansatz, und da haben wir es auch. Keiner möchte mir den streitig machen, für 18 gucke ich natürlich gerne rein. Schnapp, und guckt es euch an, 2 Buben gefunden. Ja, jetzt war ich hier am Überlegen, soll ich noch den Grang spielen? Der sieht natürlich stark aus, gebe ich höchstens 4 Stiche ab. Wenn Herz 3 zu 0 sitzt, kann ich diese 4 Stiche abgeben. Wenn Herz 2 zu 1 sitzt, gebe ich nur 3 Stiche ab und gewinne auf jeden Fall. Aber wenn sie dann mal 3 zu 0 stehen, die Chance ist ja ungefähr 20%, dann ist das Spiel eben nicht unverlierbar. Ne? Karo Ass 10 und Pik Ass könnten auf diese Stiche reingehen. Da müsste ich natürlich auch noch, müsste Spieler 3 noch die 3 Herzen haben, damit ich dann immer in Mittelhand bin und sie die Vollen korrekt kontrollieren, denn Kreuz 10 brauchen sie dann natürlich auch noch. Aber ich stelle mir sowas vor, Herz Lusche, Karo Ass, Herz König, und dann kommt mal ein Kreuzbild oder eine Kreuz Lusche blank, und dann hänge ich da und kann mich gegen eine Niederlage im Zweifel nicht wehren. Deswegen, aufgrund dieser taktischen Überlegung und der Situation,
mache ich dann hier einfach das Farbspiel. Da lasse ich jetzt keinen Gang mit Vieren anbrennen. Und jetzt ist es euch vielleicht aufgefallen oder auch nicht. Ist euch was aufgefallen? Ja, Spieler 2 hat gerade den Tisch verlassen. Nee, das meinte ich aber nicht. Ich habe jetzt hier ganz typisch, wie das dann so ist. Oh, erstmal sehen wir hier, die drei Herzen sitzen zusammen und sie sitzen bei Spieler 3. Also war vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, hier das Farbspiel zu machen. Aber weil ich mit der Grang-Überlegung schon Pik 10 Lusche erstmal traditionell runtergedrückt hatte, habe ich jetzt hier gepatzt, wenn es euch aufgefallen ist. Ich hätte natürlich den Kreuz mit 5 spielen müssen, will ich sagen, oder sagen wir, der bringt die meisten Punkte. Da hätte ich dann Herz und Pik 10 drücken müssen, habe nur 4 Luschen in der Abgabe und kriege 4 volle selber, also unverlierbar das Spiel, selbst gegen alle 5 Trümpfe. Und der hätte natürlich mit Sicherheit 72 Augen gebracht, während dieser Herz mit 4 natürlich, Schneider ist auch sicher, also 60 Augen bringt, bei Schneider Schwarz 70 Augen, also selbst im besten Fall 2 Augen weniger als der Kreuz. Ja, kann man mal sehen, wenn man hier schon durch ist und sich so ein bisschen entspannt hat, dass man da, dass ich da einfach so ein, ja, auch nicht davor gefeit bin, so ein Anfängerfehler, sage ich jetzt mal, hier zu machen, denn das war mir ja sofort nach der Spielansage direkt wieder aufgefallen. Mensch, du hast doch Pik 10 im Keller. Warum hast du dich denn hier mit den 60 Punkten begnügt? Aber sei es drum, in dem Fall werden die wohl über sein, diese 12 Punkte. So, die erste Hälfte haben wir rum. Spieler 3 und ich, wir sind glücklich und sind, sagen wir mal, Mission erfüllt. Spieler 2 muss wohl noch ein bisschen was tun und jetzt bekommt er die erste Chance. Da wird natürlich nichts geschenkt. Bei 3 Trümpfen will ich jetzt auch eher meine starke Farbe klären. Entweder er bedient, das wäre natürlich großartig. Und wenn nicht, dann kürze ich ihn in Trumpf, habe die Stechfarbe. Jetzt spielt auch nur die Karo 10, dass mein Partner gleich Bescheid weiß. Ich habe das Ass noch. Und natürlich will ich das Ass womöglich dann auch noch auf Pik oder Kreuz unterbringen. So, es ist aber ein Sechstrümpfer, der Spieler zeigt sich unbeeindruckt, kann sich das Stechen erlauben, denn er hat Pik Ass dabei und Kreuz Ass zu dritt wohl auch noch, also mit anderen Worten, ja, alles versucht, aber wir standen von Anfang an auf verlorenem Posten, 27 Augen haben wir gerade erzielt, also Schneider, Spieler 2, macht auch, sage ich mal, den ersten Schritt in Richtung Rocket-Finale. Brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen, das ist mir in diesem Fall einfach zu schlapp, der Ansatz habe ich gar nicht mehr nötig. Spielen wir entspannt, gucken, ob Spieler 3 wieder ein gutes Spiel bekommen hat. Ich denke es fast, denn so wie ich ihn einschätze, er spielt das auch sehr solide hier, geht da nichts mehr. Und naja, gut, ein Trumpf mehr hat mein Partner mir noch zugetraut, der wäre jetzt natürlich wichtig gewesen, beziehungsweise dann hätte ich hier nochmal die 21 abschnappen können. Das ist uns aber nicht vergönnt. Und dann wäre es wohl ein Wunder, wenn wir dieses Spiel jetzt noch schlagen. Dann müssen wir hier schnell sehen, dass wir aus dem Schneider kommen. Ja, gut, Pik 10 hat er noch in der Hand, soll er haben. Wir haben unsere 33 erreicht. Tja, da werde ich angepasst im 9. Spiel. Ich bin ja nun schon durch. Fast 1500 liegen. Also ja, am Anfang des Turniers hätte ich gerne nochmal 18 gesagt, bei Passe, Passe, nur bei Passe, Passe natürlich. Aber jetzt war es mir doch zu heiß. Ich habe hinterher geguckt, ja klar, wie immer, 5. Trumpf, 3. Ass wäre drin gelegen, wäre also wieder gut gegangen. Jetzt, ein Spiel später, haben sie mich aber doch nochmal. Also das schaffe ich einfach nicht. Es wäre sicher taktisch klüger, hier die Karte einzupassen und nicht noch ein teures Spiel zu riskieren, aber 4 Asse und einen Buben, nee, das bringe ich nicht übers Herz, so eine Karte laufen zu lassen. Da muss ich dann einfach nochmal durch. So, Pik 10 gefunden, ist eigentlich ganz gut, aber nicht den 5. Trumpf zu einem Farbspiel, was ein wenig günstiger wäre. Ich habe ja an sich nichts mehr groß zu gewinnen, nur noch zu verlieren, wenn ich jetzt noch ein teures Spiel verbastle. Aber jetzt ist der Grang nun mal das beste Spiel, das muss man auch sagen. So, mit 14 im Keller habe ich den einfachen Plan, mit meinen 4 Assen nach Hause zu kommen, weil ich hier allerdings kein Pflichtbild im Blatt habe, also in keinem, unter keinem Ass selbst 2 Luschen, kann es mir im dümmsten Fall jetzt natürlich passieren, dass ich auf 4 Asse 8 Luschen bekomme und dass ich dann, obwohl alle Asse laufen, mit 14 im Keller und 44 nur bei 58 rauskomme.
Trotzdem ist das eine bessere Chance, denke ich, als die Kreuz 10 oben zu lassen und zu hoffen, dass der ein zweites Mal läuft. Also dieses Spiel drücke ich immer so. Ich bin dazu ja noch in Hinterhand. Das heißt, die Chance, dass ich hier gleich im ersten Stich ein Bild schnapp, ist ganz gut. Und wenn nicht, kann ich immer dann noch mit dem Gedanken liebäugeln, den Buben dann rauszuspielen. Ja, aber während ich mir das alles so denke und das auch so gedrückt habe, überlege ich gerade schon, was mache ich denn eigentlich, wenn jetzt Herz Lusche auf dem Tisch liegt? Nehme ich dann das Ass raus und ziehe treu blöd die drei anderen Asse und habe nachher tatsächlich 58? Oder schnibbel ich mit der Dame und spiele dann Buben raus? Beides irgendwie. Nun bin ich froh, ihr seht's, da kommt schon das Bild, wie ich es mir gewünscht habe, im ersten Stich. Das entbindet mich nicht von der Frage, aber es entbindet mich von der Antwort, was ich mit zwei Herzluschen gemacht hätte. Denn jetzt ist natürlich klar, rausnehmen 29 und die drei Asse durchprügeln. So, mit Kreuz Ass starten wir, falls das gestochen wird, dass ich noch in den beiden anderen roten Assen theoretisch Jagd auf eine 10 machen könnte. Kreuz ist die 10 ja im Keller. Hier kriege ich auch schon mal nur die beiden Luschen, aber das ist mir ja jetzt egal. Jetzt müssen einfach nur noch die Asse laufen. Und da starten wir mit dem längeren und dann noch Karo Ass und hinein ins Glück die Karten, noch ein 72er hinterher, 300 Punkte und immer noch zu null in dem Turnier. Ist das Leben nicht schön? Und jetzt will ich wirklich nicht mehr. Diesen Fünftrümpfer mit Seitenass und einer bestellten 10, nein, ich will ihn nicht mehr. Und Spieler 2, soll er mal seine Chance ergreifen, der ist wahrscheinlich noch ein bisschen am Schwitzen, ob seine 80 Punkte ausgerechnet, ob die reichen, und jetzt macht er aber ein 0, oh je, das klingt erstmal nicht so solide. Wenn da einer bei 18 Gang ansagt, dann denkst du wohl nicht, dass was passiert, wenn einer 0 ansagt, dann weißt du schon, irgendeine Baustelle hat er natürlich im Blatt. So, mein Partner öffnet Kreuz, wahrscheinlich blank, wäre das Übliche, da kann ich aber nichts groß bewegen, kann auch nur einmal nachspielen, das bringt also nichts, da zeige ich lieber erstmal meinen Blanken und hoffe mal, dass mein Partner übernimmt. Dann könnte ich auf nachgespieltes Pik meine Karos abwerfen, aber ich bleibe am Stich. Also entweder mein Partner wollte nicht, oder das Pik Ass ist gedrückt. Da der Alleinspieler Pik Dame hat, denke ich mal eher nicht, dass das Pik Ass gedrückt ist. Wenn er sowas wie 7, 8 oder 7, 9 Dame Ass hat, dann hätte er das wahrscheinlich eher in der Hand. Also will mein Partner vielleicht doch noch mal Kreuz sehen, um vielleicht einen blanken Herzen abzuschmeißen. Und vielleicht hat der Alleinspieler ja dann doch die blanke Herz 9 in der Hand. Das testen wir also mal, da kommt der Herz, aber es schmeißt der Spieler hier seine Karo Lusche weg. Aber es ist die Karo 8, und warum schmeißt er die 8 weg? Sollte die blank sein? Das sieht ja eher wie ein etwas treudödeliger Bluff aus, und so war es auch. Wer die 8 abschmeißt, der hat wahrscheinlich noch die 9 in der Hand, zumindest beim 0. Und da haben wir ihn erwischt. Das ist aber bitter für Spieler 2. Ich glaube, jetzt brennt er lichterloh. Jetzt hat er eine Minusserie in den letzten Päckchen. Und das an Tisch 1. Das könnte ihn natürlich jetzt aus dem Finale rausschmeißen. Das ist natürlich eine üble Nummer. Und jetzt hat er wenigstens das letzte Spiel hier nochmal die Chance, sein Ergebnis zu korrigieren. Gut, Grang spielt er. Also ich habe einen Buben. Da denke ich mal, dann macht es nicht so viel Sinn, jetzt Kreuz aufzumachen, denn ich glaube nicht, dass ich ihn da in ein Tempoproblem reinzwingen kann. Na, wenn er etwa nur zwei Buben hat, dass er jetzt stechen muss und dann hat einer zwei Buben dagegen, denn ich habe ja nur einen. Da sticht er im Zweifel, zieht den Buben, die Jungs fallen und alles ist gut. Dann wäre eher die Chance, ihn zu schlagen, falls er in der einfach oder zweifach besetzten Kreuz 10 steht. Von daher, Kreuz ist für mich hier keine Eröffnungsoption, Pik einfach bestellte 10 auch nicht. Muss ich in Herz oder Karo greifen? Ich entscheide mich für Karo. Und ja, der Alleinspieler schnippelt. Das heißt, da habe ich immerhin schon mal die 10 freigespielt. Natürlich habe ich dafür hier das Bild verloren. Der Stich ist auch nochmal, sage ich mal, sehenswert, insofern als der Spieler ganz offenbar selbstbewusst genug ist, dass er hier die Karte freiwillig schon mehr verrät, als nötig wäre. Er hätte ja auch das Karo Ass legen können, dann hätte ich noch die Restchance gehabt, dass Karo König bei meinem Partner ist. So sind jetzt ganz sicher 6 Karten bekannt, Karo Ass, König Lusch und 3 Buben beim Alleinspieler. Wir haben 10 Augen.
Naja, wenn das kein absoluter Oberflockengang ist, dann wird er den wohl auch gewinnen. 23, und naja, nachdem er jetzt Karo Ass zu dritt hat, drei Buben, eine Piklusche in Blatt, kann ich mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen, dass er in einer irgendwie geartet einfach bestellten Kreuz 10 sitzt. Die müsste er dann gedrückt haben. Deswegen ist jetzt der Moment für Kreuz Ass, denn schließlich habe ich jetzt auch keine andere Option mehr, das irgendwo unterzubringen. So, Kreuz wurde gestochen, Pik Ass bei meinem Partner. Jetzt hat der Spieler immer noch zwei unbekannte Karten. Er hat natürlich noch einen Buben und einen Karo, aber es könnten noch jetzt Herz Ass sein, es könnte noch der siebte Pik sein. Das Einzige, wie wir theoretisch noch gewinnen können, ist, wenn er allen Ernstes jetzt in der bestellten Herz 10 oder so sitzt, wenn er ein ganz schlechtes Spiel hat. Aber hat er nicht. Er hat das Herz Ass selber, und das alles andere hätte mich jetzt auch schwer gewundert. Der Gang war so ja schon gewagt genug mit potenziell 5 Abgabestichen. Nun stand aber alles sauber. Pik 2-2, Karo 2-2. Also hat er sich nochmal wieder rausgerettet auf 82 Punkte. Und ich würde mal sagen, Spieler 3 und meine Wenigkeit, wir haben die Mission erfüllt. Bei Spieler 2 ist es noch nicht ganz raus, aber das gucken wir uns jetzt gleich einmal gemeinsam an. Da haben wir es geschafft. Und natürlich seht ihr mich stolz, voller Freude, auch ein wenig erleichtert, dass das diesmal alles so gut hingehauen hat. Jede Idee hat geklappt, jedes Risikospiel wurde knapp gewonnen, die Findungen waren vom Feinsten. Also manchmal sind es einfach deine Tage beim Skat, da kannst du gar nichts falsch machen. Und ja, dann macht es halt einfach noch eine Ecke mehr Spaß. So, nun gucken wir aber dann einfach mal rein, was ist da letztendlich an Ergebnis bei rausgekommen. Erste Frage, wer waren hier eigentlich die Gegner? Erste Serie, die 864 gegen Mickey Maus aus der ersten Bundesliga, erfahrener Spieler, und gegen Roli. Ja, gegen meine Karten war natürlich kein Ankommen. Zweite Liste mit Gizmo und mit Bieber, erfahrene Spieler. Und dritte Serie wieder am ersten Tisch mit Nantino, der hat gekämpft, da müssen wir gleich mal gucken, ob es für ihn reicht. Und mit Yogi OFC. Yogi, der ist im letzten Jahr ganz knapp am Finale vorbeigeschrammt. Da freue ich mich für ihn, dass er es in diesem Jahr jetzt schon sicher eingetütet hat. So, und dann kommen wir jetzt mal zu der entscheidenden Frage, wie ist es ausgegangen, Gesamtwertung tatsächlich. Ich bin vorne gelandet mit 1635, 14:0, habe ich es als erster über die Ziellinie geschafft. Das ist bei diesem Turnier natürlich gar nicht so wichtig. Auch der zweite, Yogi OFC, und der dritte, Genesis, und der fünfte, Api, der sechste, VfL, der siebte, Nantino, ja, er hat es noch geschafft, und sogar der achte noch, Mathe-Kit. Diese sind im Finale, die Grenze ist genau, wie ich es prognostiziert hatte, hier bei 1200, wer da rüber hat, ist drin, wer da unter hat, ist gerade raus, aber auch den 9. und 10. Sie haben ja ein ganz ordentliches Trostpflästerchen hier mit auf den Weg bekommen, wie ihr sehen könnt, das lohnt sich also auch, wenn du nicht gleich das Finalticket ziehst. Und dann fragt ihr euch hier vielleicht noch, was ist denn da an der 4 mit Knolle, warum hat der Geld bekommen an der Position 4? Weil er ein Spieler ist, der schon im ersten Monatszyklus sich für das Finale qualifiziert hat und offenbar trotzdem noch weiterspielt, seinen Obolus weiter in den Jackpot einzahlt. Das sehe ich natürlich gerne, und dann können wir ihm auch gratulieren, ist ja eine super Leistung, zweimal hintereinander. Allerdings gibt es in diesem Jahr keine Mehrfachqualifikation mehr, das heißt, da braucht er sich nichts ausrechnen. Ja, dann kann ich jetzt Feierabend machen, hoffe, ich habe den einen oder anderen von euch jetzt den Mund wässrig gemacht, dass ihr Blut geleckt habt und gesehen habt, ja, das ist ja gar nicht so unmöglich, mit ein wenig Karte, mit ein wenig Riecher über diese kurze Distanz, da kann es eben jeder Skatspieler ins Finale schaffen, wenn das Glück ihm ein wenig hold ist. Das Turnier lebt natürlich von den Teilnehmern, auch von neuen Leuten. Ihr seht es hier, wenn ich so die Nicknamen durchgehe, viele kenne ich, aber es steigen auch immer wieder neue Leute dazu. Hoffe, der eine oder andere von euch ist vielleicht dann auch mal dabei. Ich brauche ja in diesem Jahr dann gar nicht mehr so viel tun. Natürlich spiele ich weiterhin dienstags 19 Uhr das Rocket. Wer mich da an den Tisch bekommt, schlagt die Meerjungfrau. Das Format lasse ich mir nicht nehmen, aber ansonsten kann ich mir das jetzt ganz gepflegt von der Seitenlinie anschauen. Unten in die Links packe ich, in die Kommentare packe ich euch nochmal die Ergebnislinks rein. Das ist alles öffentlich zugänglich. Könnt ihr euch also auch da mal informieren, wenn ihr da noch ein bisschen schmökern wollt, wer so was gespielt hat. Damit sage ich dann tschüss, bis bald, bis zum nächsten Video, und wie immer wünsche ich euch gut Blatt.